Grüß Gott, liebe Zuschauer. Mit diesem Video beginne ich eine neue Reihe von Kurzvideos, in denen ich einzelne Symbole erkläre. Es geht vor allem um Märchensymbole. Ich kann auf euren Wunsch hin aber auch über andere Symbole reflektieren, von Tolkien, aus den Sagen, aus der Bibel oder auch aus anderen Texten. Bevor wir auf das heutige Symbol eingehen, lasst mir einen Daumen nach oben und falls noch nicht geschehen, ein Abo da, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Heute teile ich mit euch meine Gedanken zum Symbol der Hexe in den Märchen. Hexen werden als sehr gefährlich dargestellt. Sie können andere Figuren verhexen, sodass sie mit ihnen machen können, was sie wollen. Wer sich auf eine Hexe einlässt, erfährt plötzlich etwas ganz anderes als das, was er eigentlich will oder anstrebt. Er verliert sich selbst, seine Freiheit oder sogar sein Leben. Da Hexenwerk Unrecht ist, gehört das Symbol der Hexe in den Bereich von Gesetz und Gerechtigkeit. Als Gesellschaft sorgen wir für Gerechtigkeit, indem wir selbst das Richtige in unserem Leben tun. Wenn sich alle Menschen an die Regeln der Menschlichkeit halten und das ethisch Richtige in ihrem Leben täten, dann widerführe niemandem ein Unrecht. Es ist also in erster Linie unser eigenes Handeln, unsere eigene Rechtschaffenheit, durch die in der Gesellschaft entweder Recht oder Unrecht geschaffen wird. Die Schöpfer des Rechts sind wir also selbst durch unser Handeln. Diese Haltung kann verloren gehen, sodass Menschen mehr darauf bedacht sind, ihre eigenen Vorstellungen und Regeln durchzusetzen und andere Menschen zu verändern, als selbst das Richtige in ihrem Leben zu tun. Dadurch, dass wir uns nicht an die Regeln der Menschlichkeit halten und oder versuchen, andere zu verändern, entsteht dann Ungerechtigkeit. Wenn wir feststellen, dass uns oder anderen Menschen Unrecht widerfährt, besteht die Versuchung, uns unser Recht zu erzwingen, weil wir meinen, dass uns dies zustünde. Die Ausübung von Zwang ist jedoch ein Verstoß gegen die Menschlichkeit. Wenn wir einen Menschen zwingen, verüben wir ein Unrecht. Wenn das Unrecht in einer Gesellschaft immer mehr zunimmt, wird auch die Versuchung immer größer, sich zusammenzutun und gemeinsam das Recht zu erzwingen. Dieses gemeinsame Vorgehen gegen Unrecht durch Zwang verschlimmert in Wirklichkeit das Unrecht jedoch immer mehr. Dieser Teufelskreis des Zwangs, der einerseits zu immer mehr Zwang führt, um mit Zwang Gerechtigkeit herbeizuführen und andererseits zu immer mehr unrechten Taten, um dem auf uns ausgeübten Zwang zu entkommen, dieser Teufelskreis wird in den Märchen von einer Hexe symbolisiert. Der Begriff des Hexenwerks symbolisiert, dass Menschen auf ausgeklügelte Weise dazu gebracht werden, sich auf die falsche Weise und vor allem durch Zwang oder unredliches Handeln ihr Recht zu verschaffen, sodass sie Unrecht auf sich laden, für das sie bestraft werden können und ihre Freiheitsrechte verlieren. Menschen, die uns kollektiv ihre Vorstellungen einer gerechten neuen Weltordnung aufzwingen wollen, müssen also nichts anderes tun, als Kriminalität und Unrecht zu verbreiten, sodass wir im Kampf dagegen versucht sind, Zuflucht zu irgendwelchen Zwangsmaßnahmen zu ergreifen. Und durch solche Zwangsmaßnahmen, denen wir zustimmen, können wir dann unserer Rechte beraubt werden. Während Hexenwerk wie dunkle Magie wirken kann, ist es nichts anderes als die dunkle Wissenschaft, wie man Menschen so in Unrecht verstrickt, dass man zur Korrektur dieses Unrechts über sie herrschen kann.
Die Mächtigen arbeiten also sehr viel mit Verdrehung, um uns ihren Willen durch die Hintertür, durch unser eigenes Streben nach Gerechtigkeit aufzuzwingen. Wenn staatlicher Zwang von uns mit Zwang oder mit unredlichen Taten erwidert wird, müssen sie nur das von uns begangene Unrecht im Namen des Allgemeinwohls korrigieren, um ihre Vorstellungen durchzusetzen. Die Kurzsichtigkeit und quasi Blindheit der Hexen symbolisiert die Blindheit, in der wir gefangen sind, wenn wir uns in den Netzwerken des Zwanges verfangen haben und nicht erkennen, wo wir unseren eigenen Fehler machen, wenn wir äußeren Zwängen unterworfen werden, gegen die wir uns nicht wehren können. Jene, die Zwang ausüben, sehen sich selbst immer im Recht und ihr Handeln nicht als falsch. Die Kurzsichtigkeit bedeutet also, dass wir nicht mehr verstehen, dass wir nur uns selbst verändern können, keine anderen Menschen. Das Kopfwackeln einer Hexe symbolisiert das berechnende Abwägen, das hinter den Hexenwerken jener steckt, die ihre Mitmenschen in Unrecht verwickeln, um dadurch über sie herrschen zu können. Wenn wir politisch immer vehementer um eine Verbesserung der Lage und unsere Befreiung kämpfen und dabei die Erfahrung machen, dass alles statt besser zu werden immer schlimmer wird, ist dies ein deutliches Zeichen, dass wir es mit Hexenwerk zu tun haben, also mit dem Teufelskreis des Zwanges, in den wir verwickelt werden, wenn wir nicht auf die richtige Weise für unsere Freiheit und für unsere Rechte eintreten. So wie gute Taten ein Klima um uns herum erzeugen, durch das wir geschützt werden, und Verbrechen Menschen ins Gefängnis bringen, so bewirkt integres Handeln unsere Freiheit und der Verlust unserer Integrität bewirkt den Verlust unserer Freiheit. Integrität ist eine unverzichtbare Bedingung für Freiheit und ethisches falsches Handeln verursacht Unfreiheit. Das ist der Grund, warum in den Werken Tolkiens der Hexenmeister von Angmar, der später zum König der Ringgeister wird, das Symbol für unseren Tiefenstaat ist. Der Tiefenstaat verstrickt Verantwortungsträger, wie zum Beispiel Politiker und andere führende Persönlichkeiten, in kriminelle Taten, sodass sie anschließend tun müssen, was ihnen gesagt wird, damit ihre Verbrechen nicht ans Licht kommen. Genau so verführen sie die ganze Gesellschaft über die Massen- und Unterhaltungsmedien zu falschem Handeln, durch das wir immer rigoroseren Gesetzen unterworfen werden können. Ich habe dieses Video über das Symbol der Hexe in den Märchen gemacht, weil ich als nächstes ein weiteres Video darüber plane, wo wir in Bezug auf den erwarteten Niedergang des Tiefenstaats und unsere kollektive Befreiung vom Tiefenstaat stehen. Außerdem halte ich demnächst Vorträge, außer zum Meisterdieb, auch noch zu den Märchen Brüderchen und Schwesterchen sowie Hänsel und Gretel. In beiden Märchen kommen Hexen vor. Beide Märchen zeigen uns, wie unser kollektives Handeln Macht an die Regierenden abgibt und durch welches richtige Handeln wir uns unsere Macht und Freiheit zurückholen können. Einen Link zu den Terminen der Vorträge findet ihr in der Videobeschreibung. Die ersten Vorträge dieser beiden Märchen sind in Sachsen. Das war es dann für heute. Schreibt eure Fragen und Kommentare gerne in den Kommentarbereich unten. Die Termine zu meinen Vorträgen und den Seminaren werden auf Telegram und Facebook veröffentlicht. Das beinhaltet auch die Seminare, die ich mit Beatrice und Michael Henschel mache. Die Links für die Termine und Anmeldedaten findet ihr in der Videobeschreibung. Denken wir auch weiterhin daran, für die Menschen in der Ukraine und anderen Krisengebieten, wie zurzeit in Kurdistan, zu beten. Beten wir für den Frieden in der Welt,
Danke euch allen dafür und macht's gut.